Dieses Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf einer Induktionskochplatte achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir doch gleich zu unserem ersten Punkt. Hier geht es um das Material der Induktionskochplatte. Die besteht aus Glaskeramik, unter der sich eine Induktionsspule befindet aus Draht. Diese Spule wird von Strom durchflossen und erzeugt ein magnetisches Wechselfeld. Wer viel Wert auf Optik legt, sollte sich eine Induktionskochplatte auf jeden Fall zulegen, weil sie sehr elegant aussieht. Kommen wir zu unserer zweiten Empfehlung. Hier geht es um die Temperaturregelung. Ein sehr praktisches Feature. Dadurch lassen sich die Speisen punktgenau zubereiten. In den meisten Fällen liegen die Temperaturstufen bei 7 oder 8. Bei hochwertigen Modellen kann man die Temperaturen gradgenau einstellen. Tipp Nummer 3. Hier geht es um die Breite eurer Induktionskochplatte. Die Breiten können sehr unterschiedlich sein und liegen meist so bei 36 cm und 90 cm. Viele Hersteller bieten Breiten von 50, 60 oder 80 cm an. Das ist aber immer ein bisschen unterschiedlich. Deshalb sollte man sich vor dem Kauf auf jeden Fall Gedanken über die Maße machen. Kommen wir zu unserer vierten Empfehlung. Hier geht es um das Zubehör. Für eine Induktionskochplatte kann man leider nicht das alte Geschirr verwenden, sondern ihr braucht da spezielle Induktionskochtöpfe und Pfannen. Das Einzige, was ihr problemlos verwenden könnt, ist Gusseisen und Stahl. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen selbstverständlich auch eine wichtige Rolle. Wenn ihr eine hochwertige Induktionskochplatte sucht, müsst ihr nicht zwangsläufig im Fachgeschäft suchen. Ihr könnt auch in einem Discounter mal schauen. Die haben manchmal so Special-Angebote und da hat man eben auch Garantieanspruch. Kommen wir zu unserer nächsten sechsten Empfehlung. Hier geht es um die Reinigung eurer Induktionskochplatte. Die ist sehr einfach, weil die Platte aus Glaskeramik besteht. Da könnt ihr einfach problemlos ganz normale Küchenreinigungsmittel verwenden. Mehr Infos zum Thema Induktionskochplatte bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns extrem freuen.